Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Gemeinde Rade. Ja, ist soweit. Wir wollen mal eben Gras mähen, aber bevor ich das jetzt wieder vergesse, ne? Wir haben ja noch die Kuhweide. Da wollen wir jetzt Gras mähen, da machen wir Grasballen von. Die schmeißen wir in der Trocknung. Da führt wie mal eben hin, ne? Dass das Gemüse eben runterkommt. Die schicken Krone Easy Cut. Ich weiß gar nicht, wozu ich einen Wender gekauft habe und einen Schwader. Frage ich mich immer noch. Steht alles noch in Shoppen? Ja, Wetter ist soweit. Es steht bis 21 Uhr. Hatte gerade nachgeguckt. Deswegen, wir mähen. Trocknen wird das nicht. Gäbe gar kein Heu. Da guckt da nächsten Tag wieder nur Schiffi, Schiffi, Schiffi. Was anderes gibt es hier, glaube ich, auch nicht auf der Gemeinde Rade. Muss das Schiffi, Schiffi, Schiffi. Abfahrt, wir mähen. Das Gemüse kommt dann da in die Heutrocknung. Wir lassen uns Hackschnitzel liefern, fertig. Mit dem Gemüse. Das tun wir uns doch gar nicht erst an. So, ich muss wieder auf den Verkehr achten, ne? Verkehr wieder an. Abfahrt zu der Fläche. Beißen wir das eben runter. Und dann passt halt. Dann haben wir das nämlich schickifani erledigt, sind damit durch und haben Ruhe. Wichtig. Korrekte Schlussfolgerung, oder? Ja, so war zumindest mein Gedankengang. Wir haben Heu. Dann haben wir schon mal Heu und Grassilage an Hof. Grassilage wird ja wohl hoffentlich das Silo bald mal fertig. Dass wir das schickifani mal von füttern können. Ist auch ein Gejuckel hier, ne? Da kannst du fahren. Platz genug. Ist mit Panzer durchgekonnt, Mann. Nee, ey, die Leute hier auf der Rade, die sind aber auch nicht immer so tüffig. So, Abfahrt. Ja, genau. Geht's hier schon rein? Ja, ne? Ist das hier schon drin? Oder noch ein weiter? Ne, ist glaube ich noch ein weiter. Könnt ihr auch die Minimap aufmachen, ne? So. Schickifoini, unser Klee ist auch schon angegangen. Richtig schickifoini. Ja, Mission weiß ich nicht. Stehe ich nicht so immer drauf, Mission zu machen, ne? Gerade nicht bei Seasons, ey. Da nimmst du eine grobe Mission an, bis 3 Stunden am Grubbern hast 5000 Euro. Weiß ich nicht. Bringt's mir nicht so. Da ist ein kaputter Baum. Hätten wir vielleicht mal absägen sollen, aber geht ja so schicki vorne immer, ne? Wow. Und nicht so heizen, ne? Na, hier schimpft noch einer, wenn ich hier so heize. Da voll den Müll abgeladen. Könnte mal einer der Gemeinde sagen. Dass die hier den Müll ziemlich doll abgeladen haben. Ich freue mich ja schon ein bisschen darauf, mit unserer Krone zu heizen, ne? The Big Baler. Bin ich voll Bock drauf. Bin hier schon lange nicht mehr. Uiuiui. Guck. Oh, hier ist das Gemüse noch fertig. Was ist das? Wenn nicht, hat's Pech gehabt, ne? Schwattablage müsste nur an sein. Feuer frei, Marianne. Wie sagt man so schön? Jo, ja, passt, passt, passt. Boah, ich sehe nichts. Boah, ich hasse das hier mit in der Innenansicht mähen, ne? Das ist voll unschickifeini. Unschickifeini. Unschickifeini heißt nicht so geil. Ne? Deswegen sage ich ja unschickifeini. Falls jüngere Zuschauer dabei sind, ne? Das ist nicht so schickifeini, ne? Also langsam tut mir der Arm weh, ey. Scheiß Impfen immer. Weil ich nehme ja auf Freitag. Nehme ich auf, ne?
Sonst passt das nicht so in meinen Zeitplan. Da müssen wir uns, glaube ich, noch so eine Anderson-Bude kaufen, ne? Weil ich will die nicht hier alles stapeln. Ne, da habe ich ja nicht so gerade so den Elan für, ne? Deswegen, ich denke, wir werden uns so eine Anderson-Bude noch kaufen da. Dann formen wir die so zum Hof. Mit der Anderson-Bude und stapeln die dann da rein. Müssen wir mal gucken, wie viel das gibt. Vielleicht können wir noch welche wickeln für der BGA. Aber erstmal brauchen wir Heu. Was wir an Heu fertig haben, da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern, ne? Deswegen ist ja die Ballentrocknung hier mit drauf. Weil lose, ja, ist schick. Aber du hast immer was im Wagen hinterher. Und das ging mir immer so ein bisschen auf den Keks, ne? Wenn du das dann nach das lose rumfliegen hast. Immer im Wagen. Und deswegen habe ich mich jetzt mehr so für die Ballentrocknung entschieden. Geht genauso gut, oder? Ich finde, geht sogar ein bisschen besser. Wie mit Dingsbums-Dings da hier. Das Gemüse da immer lose durch die Gegend schaukeln, ne? Hackschnitzel kann man immer mal machen, ne? Kannst mal immer im Winter in den Forst gehen. Oder so ein bisschen Gemüse runterholzen, das geht. Und wenn nicht, lässt du dir Futter liefern und schippst da rein. Das soll der Geiz. Das ist ja wohl nicht das größte Problem, oder? Was meint ihr? Ich guck da gar nicht. Oh. Ja, ich hätte nicht gucken sollen, ne? Und wäre das so gar nicht aufgefallen. Schicke Bude da, ne? Aber der alte Monitor, der nervt hier ein bisschen, ne? Was ist das? Alte Melkerhütte oder was ist das? Muss ja wohl, oder? Oder treffen sich die Jugendlichen da für Sonntagsnachmittags zum Untrunk? Bei Kaffee und Kuchen, ne? Muss ja auch mal sein. Kaffee und Kuchen, ja. Läuft bei denen. Boah, das kriegen wir locker flockig hier runtergebissen. Das ist so. Ich mir schlimmer vorgestellt. Wenn wir mal ehrlich sind. Ja, und dann ist echt. Na, Clayman ist das nächste, wenn wir die Tür alle erledigt haben. Ne? Und dann ja, ernten. Spuli, Spuli. Spuli, Mann und Söhne, ne? Aber das mag ich gar nicht so, wenn du so viel spulen musst, ne? Weil du nichts zu tun hast. Das ist ja eigentlich gar nicht mein Ding. Am liebsten spiele ich so, dass du komplett durchackern kannst. Das mache ich am liebsten spielen. Dass du gar nicht so viel umtütern da musst, sondern schön schickifani durchspielen kannst. Das ist eigentlich eher mein Spielstil. So, hier runter. Oh, GPS lohnt sich nicht. Müssen wir halt ein bisschen aufpassen hier. Dass wir einigermaßen gerade fahren und dann passt das. Oder was sagt ihr dazu, Leute? Ja, das passt wohl so. Da kann ich mit leben. Genau, eine Flugzeugperspektive. Oh, okay, ich lasse ein bisschen viel stehen, ne? Aber egal. Dann ist das halt so. Nicht so schickifoni, ne? Ne, ist aber auch keine kleine Wiese, ne? Aber das haben wir ja auch schon mal im Glyphon gemerkt, ne? Was hier nicht so klein ist. Von daher. Chitterup. Vor allem müsst ihr hier ein bisschen mehr runterkommen, ne? Letzte Wachstumsstufe. Hat der Sven ja lange stehen lassen. Wir werden sehen, ne? Aber jetzt echt hier auf der Rade jetzt noch Heu machen.
Das kriegen wir nie hin. Also mit dem Wender durchheizen, Trockenstufe abwarten. Ich glaube, da hast du hier keine Chance. Oder habt ihr das schon geschafft? Dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Dann habe ich nichts gesagt, ey. Aber so, bei den Wetteraussichten habe ich da keinen Bock drauf zu warten, dass wir Heu kriegen. Wir brauchen nämlich Heu für unsere Kühe. Wenn wir das jetzt immer dazu kaufen müssen, dann ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil das der Fan sich so nachts macht, ne? Mit 300 PS. Krone Easy Cut, die ziehen doch ganz schön Leistung, ey. Mag man nicht glauben. Aber ist so, ne? Ja. Okay, guck mal, ja. Töfte, ey. Voll töftige vorne. Voll die Ernteausfall. Geht ja gar nicht. Nee, das geht nicht. Da so viel stehen lassen. Ist nicht so schickifani, wenn er da so viel stehen lässt, ne? Muss man immer ganz ehrlich sagen. So Leute, ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, echt würde ich mich über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Hier Daumen hoch, wäre echt cool von euch. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wollt auf diesem Chaos-Kanal nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.